Dann habe ich hier noch Vocals reingebaut, damit ihr einfach von jedem etwas habt. So eine kleine Vocal für einen Drop zum Beispiel. Ich habe jetzt nur mal die Kick, Bass, Clap und Hi-Hat an. Hört sich mega geil an. Die Drop-Melodie hört sich dann so an. Da habe ich beides gemischt, damit ihr auch beides hört. Zusammen hört sich das dann so an. Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ihr hattet ein richtig geiles Wochenende, denn heute ist Sonntag, also zumindest bei mir. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video sehen werdet. Aber Leute, ich hab's endlich geschafft, nach Tagen, nach Wochen sogar, das 500-Abo-Special-Video abzudrehen bzw. zu produzieren. Ich habe euch ja versprochen, bei 500 Abonnenten ein Sample-Pack wieder zu schenken. Apropos 500 Abonnenten, ich glaube, wir sind schon weit drüber. Ich muss mal ganz kurz schauen. Und zwar sind wir aktuell bei 545, also ich bin echt sprachlos, Leute, ihr seid echt Wahnsinn. Jeden Tag neue Abonnenten, jeden Tag neue Kommentare, jeden Tag neue Nachrichten auf Instagram und YouTube. Wie gesagt, total sprachlos, ich feier's, ich finde gerade keine Worte. Ich habe, wie gesagt, euch ein Sample-Pack zusammengestellt aus allen möglichen Samples wie Kick, Bass, Synthesizer, also Melodien. Riser, Snare und so weiter. Ihr werdet das gleich alles am PC von mir sehen. Ich dachte mir für dieses Video, ich zeige euch nicht, was da so enthalten ist in dem Ordner, sondern ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und habe einen Drop damit erstellt. Das heißt, ihr könnt es 1:1 so kopieren bzw. erstellen. Ich habe nichts anderes in diesem Drop hergenommen, als was ihr in dem Ordner dann findet. Also ihr könnt sozusagen einen Remix, eigene Songs oder sonstiges erstellen. Ich zeige es nochmal für die Leute, die es nicht wissen, wie man so einen Ordner in FL Studio reinlädt. Also ihr geht auf Optionen, also Options, File Settings und hier seht ihr schon meine ganzen Ordner. Ja, ich habe ein paar mehr Sample Packs und ich weiß, wie schwierig es ist, an Sample Packs ranzukommen bzw. kostenlose Sample Packs ranzukommen. Weil es ist immer so, es gibt zwar auf Google oder wenn man in Google was eingibt wie Free Sample Pack, dann gibt es zwar welche, aber die meisten, sage ich mal zu 80%, die kosten wieder was. Ich muss sagen, ich habe alle, die ihr hier seht oder mit denen ich produziere, alle umsonst runtergeladen. Aber ich muss sagen, durch meinen YouTube-Kanal, diesen hier und meinen offiziellen Main-Kanal, habe ich viele Leute kennengelernt, viele Produzenten, auch so Hobbyproduzenten wie ich. Und wir haben uns einfach gegenseitig so Sample-Packs geschenkt und deswegen habe ich auch so viele. Ihr könnt gerne mal in Google eingeben oder auf YouTube. Es gibt, wie gesagt, zahlreiche auch zum Runterladen, aber 80%, wie gesagt, müsste man dafür zahlen. Aber sehe ich nicht ein und ich habe eigentlich so gut wie alles, was ich brauche für dieses Programm. Und genau, ich wollte euch mal kurz zeigen, wie das wieder funktioniert. Also, ihr klickt jetzt sozusagen unten in der Videobeschreibung auf den Link. Der führt direkt zur Dropbox. Dropbox, glaube ich, kennt jeder von euch. Oben rechts ist dann der Pfeil herunterladen, direkter Download, bam, ihr habt den Ordner auf dem Desktop. Genau, dann öffnet ihr FL Studio, geht dann wie gesagt auf Optionen, File Settings, öffnet hier so einen leeren Ordner, sucht den Ordner da, wo ihr den abgespeichert habt, unter Downloads oder auf dem Desktop, keine Ahnung. Klickt drauf und drückt dann auf OK. Das Sample Pack erscheint dann hier rechts. Ich kann euch das mal zeigen, also so sieht er aus. Ich habe den jetzt DJ Dominguez, so heißt ja mein Main-Kanal, genannt. Hier findet ihr die ganzen Samples, die ich euch da reingeladen habe, beziehungsweise in den Ordner reingeladen habe. Und genau, ganz kurze Anmerkung noch, bevor ich euch jetzt diesen Drop zeige. Ich habe damals bei 100 Abonnenten, habe ich euch auch ein Sample Pack geschenkt. Es haben sich echt viele runtergeladen. Das Einzige, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe das unten auch wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr da drauf geklickt habt, wurdet ihr auf eine andere Internetseite weitergeleitet. Und um dieses Sample Pack dann zu bekommen, musstet ihr mir dann auf Instagram, Facebook und YouTube folgen. Und ich dachte mir einfach so, Leute, durch euer Feedback, durch eure Kommentare, durch eure Nachrichten schenke ich euch das einfach per Dropbox. Das heißt, ihr müsst mir nirgendwo folgen, ihr müsst mich nirgends abonnieren, ihr müsst eigentlich gar nichts, auch wenn jetzt irgendwelche neuen Zuschauer dadurch aufmerksam werden. Ich schenke es euch einfach, klickt unten einfach auf den Link, holt euch das Sample Pack. Und genau, jetzt würde ich sagen, wir hören uns mal den Drop an. Ich habe da, glaube ich, 2 Stunden dran gesessen.
Ich habe ums Verrecken keinen Drop hinbekommen. Manchmal gibt es halt so Tage bei mir, da schaffe ich es einfach nicht. Ich finde keine richtige Melodie. Ich habe auch dann mal wieder einen PC ausgemacht, bin kurz rausgegangen, habe ihn wieder angemacht, habe es wieder neu gemacht und so weiter. Aber ich glaube jetzt habe ich einen ziemlich guten Drop hinbekommen. Das ganze Projekt, was ihr jetzt hier seht, ist alles von diesem Sample Pack Ordner, was ich euch geschenkt habe oder was ihr jetzt unten in der Videobeschreibung findet. Ihr könnt sozusagen einen Remix, eigene Songs und so weiter damit erstellen. Ich würde sagen, ich lasse euch mal ganz kurz reinhören, ob es perfekt ist oder nicht. Hat jeder eine andere Meinung. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dann unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, lehnt euch zurück, genießt den Drop. Let's go! Ja Leute, das war der Drop, den ich mal zusammengestellt habe. Wie gesagt, es ist alles in diesem Ordner vorhanden, die ganzen Töne. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, also kurz und knapp. Ich kann darüber auch ein ausführlicheres Video machen, wenn ihr drauf Bock habt. Das wäre eigentlich wieder eine Idee, um den Song fertig zu machen. Eigentlich ist es ja ein Song. Also wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich den fertig machen soll, ob ich den dann releasen soll. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze aussieht. Also hier findet ihr die Build-Up-Snare. Klicken wir mal ganz kurz drauf. Genau, also eine stinknormale Build-Up-Snare. Hier haben wir einen Impact. Genau, dann haben wir einen Riser, das heißt so ein für den Drop, dass es zum Höhepunkt kommt. Hört genau hin. Hört sich an wie so ein Windgeräusch. Dann haben wir nochmal einen Impact. Auf die Automation Links gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Hier habe ich euch einen Fill reingebaut. Dann habe ich hier noch Vocals reingebaut, damit ihr einfach von jedem etwas habt. So eine kleine Vocal für einen Drop zum Beispiel. Genau, dann habe ich hier nochmal so einen kleinen Filter. Also einen Abfilter. Natürlich das Wichtigste, die Kick. Schöne punchy Kick, ist schön cool. Hier habe ich euch einen Bass mit reingepackt. Hört sich so an. Genau, also schöner Bass. Dann haben wir hier nochmal eine Crash. Dann haben wir, was habe ich denn noch? Nochmal ein Fill-In. Dann hier so eine Vocal nochmal für einen Drop. Genau, die habe ich euch schon gezeigt. Crash. Claps habe ich euch mit reingepackt. Die hören sich so an. Das habe ich jetzt nicht mit reingepackt, aber das kann ich euch zum nächsten Sample Pack oder beim nächsten Abo-Special mit reinpacken. Ich fand das halt einfach geil, weil ich arbeite da eigentlich ziemlich viel mit dem, mit so einem neuen Sidechain. Die hören sich so an. Und zwar habe ich den vom Will Sparks, also Will Sparks Sample Pack. Leckt mich am Arsch, war das schwer, an dieses Sample Pack ranzukommen. Ich kann euch ja mal ganz kurz die Melodie zeigen, wie ich die erstellt habe. Also der Drop hört sich so an. Man hört schon, ich habe ein paar Filter draufgelegt. Was habe ich draufgelegt? Und zwar Sekunde 5, ein Equalizer, ein Soundgoodizer, ein Reverb und Kickstart. Genau. Dann der Drop, die Drop-Melodie hört sich dann so an. Da habe ich beides gemischt, damit ihr auch beides hört. Ich habe ja Vocals reingepackt und den geilen, wie sagt man da, so Art Synthesizer. Zusammen hört sich das dann so an.
Das war jetzt der erste Drop. Ich finde das halt mega geil. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt auch nicht perfekt gelungen, aber ich wollte euch das einfach mit reinpacken, damit ihr auch hört oder seht, was in diesem Sample Pack zur Verfügung steht, beziehungsweise was ihr daraus machen könnt. Und meinen zweiten Drop habe ich so gemacht. Mega geil. Man hört schon diesen Hall noch, den ich eingebaut habe. Hier habe ich noch so, was sind das? Open Hi-Hat. Das hört sich halt auch geil an. Ich kann das euch mal kurz zeigen. Damit arbeite ich eigentlich auch ziemlich gern. Dann dieser neue Sidechain. Genau, dann mit der Drop-Melodie. Jetzt kann ich eigentlich alles wieder anmachen. Mega geil, mega geil. Wie gesagt, ich habe euch extra diese Kick geschenkt, weil die geht so richtig schön ins Melbourne Bounce Richtung. Ist halt schöne punchy Kick. Und ja, ansonsten, ich habe noch hier mal ein bisschen was ausprobiert für ein Intro oder so. Hört sich eigentlich auch nicht so schlecht an. Kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Also so für ein Intro oder so oder für ein Outro. Hört sich bestimmt fett an. Ich würde sagen, ich zeige euch den Drop jetzt noch einmal, damit ihr das nochmal schön hört. Und ja. Hört sich echt geil an, Mann. So, ich glaube, jetzt reicht's. Jetzt habt ihr den oft genug gehört. Ich habe eigentlich nur auf den ganzen Channels hier, ihr seht das jetzt wahrscheinlich gar nicht, weil es auf meinem zweiten Bildschirm ist, habe ich ein paar Effekte, wie gesagt, draufgehauen, damit sich das auch einigermaßen gut anhört. Gemastert habe ich noch gar nichts. Wie gesagt, Ozone habe ich noch nicht draufgehauen, einen Equalizer habe ich noch nicht draufgehauen, einen Limiter habe ich noch nicht draufgehauen. Also, es ist halt jetzt einfach nur so, ja, für euch gedacht, dass ihr das mal seht, was man damit machen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr ladet euch dieses Sample Pack runter. Ihr könnt mir dann gerne in die Kommentare, wie gesagt, eure Meinung schreiben oder wer sich das Sample Pack runtergeladen hat oder wie ihr diesen Drop findet und ob ich vielleicht weitermachen soll. Auf was ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn ihr zum Beispiel eine Insta-Story macht, also für die Leute, die Instagram haben, aber ich denke mal, jeder hat Instagram, macht mal eine Story und verlinkt mich dann. Ich reposte das dann. Würde mich mal interessieren, echt, wie viele Leute aktiv auf meinem Instagram-Profil unterwegs sind, wie viel mir folgen, sage ich mal. Ihr findet auch den Instagram-Link beziehungsweise meinen Namen unten nochmal in der Videobeschreibung. Und genau, jetzt melde ich mich ab. Wie gesagt, das ist ein kurzes, knackiges Video. Ich hoffe, trotzdem euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Kommentiert weiter so fleißig wie die letzten Wochen. Ey. Ich bin echt sprachlos, Leute. YouTube läuft bei mir auch richtig, richtig fett gerade. Also, wie gesagt, das ist alles durch euch möglich. Gerade mit dem Mikrofon habe ich zwar immer noch nicht gemacht, also das Video dafür. Aber das habe ich nur durch euch kaufen können, also mit den sozusagen mit den Einnahmen von YouTube habe ich mir dieses Mikrofon gekauft. Jetzt melde ich mich ab, bevor ich noch weiter Scheiße laber, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Genießt noch den Abend, den Tag, keine Ahnung, wann ihr dieses Video sehen werdet. Ich mache jetzt noch weiter Musik. Bis dann, Leute. Haut rein, macht Musik und ciao. Woo!
Gefällt mir.